Hallo, mein Name ist Christoph Stamm und ich würde mit euch in der nächsten Viertelstunde gerne etwas über die Anwendungsmöglichkeiten von Stammzellen bei Patienten sprechen. Diejenigen von euch, die Griechisch haben, wir werden wissen, wer Prometheus war. Für die anderen hier ganz kurz: Er stahl Zeus und dessen Frau Hera das Feuer und brachte es den Menschen, die damals noch im Dunkeln und in der Kälte saßen. Zeus war darüber sehr erzürnt und er hat Prometheus dazu verdammt, bis an alle Ewigkeit an diesen Felsen gefesselt zu verharren. Und jeden Tag kommt ein Adler und frisst seine Leber. Bis zum nächsten Tag hat sich die Leber wieder regeneriert und das Ganze geht von vorne los. Und Regeneration von Geweben ist das, worüber ich jetzt mit euch kurz sprechen möchte. Dieser Junge hier war 13 Jahre alt, als er nach Berlin kam, um an den europäischen Meisterschaften im Kickboxen teilzunehmen. Er ist aus Russland angereist mit dem Zug, hat den Zug am Berlin Hauptbahnhof verlassen, fiel um und war nicht mehr ansprechbar und hatte keinen fühlbaren Puls mehr. Der Notarzt kam sofort, man hat den Jungen reanimiert. Ihr seht hier, wie Herzdruckmassage durchgeführt wird und ihn dann notfallmäßig zu uns in die Klinik gebracht. Wir haben einen Herzultraschall durchgeführt und sahen, dass seine linke Herzkammer, das ist diese hier, vergrößert ist und so gut wie nicht mehr pumpt. Um sein Leben zu retten, haben wir ihn in den Operationssaal übernommen, den Brustkorb eröffnet. Man sieht hier sein vergrößertes und verfärbtes Herz. Wir haben ein Kunstherz angeschlossen. Einer dieser Schläuche, dieser hier, steckt in der Spitze der linken Herzkammer. Dieser andere Schlauch ist mit der Hauptschlagader verbunden. Und das ist die Pumpkammer, die Pumpeinheit des Kunstherzens, die da angeschlossen wird und dann die Arbeit des Herzens übernimmt. Wir haben aber nicht nur das gemacht. Wir haben aus seinem Hüftknochen Knochenmark entnommen und Knochenmarkszellen, die ja sehr viele Stammzellen enthalten sollen, gleichzeitig in seinen Herzmuskel hineingespritzt. Hier sieht man nochmal die Kanüle vom Kunstherz, die schon im Herzen drinsteckt. Und hier werden die Zellen aus dem Knochenmark direkt in den Herzmuskel reingespritzt. Er hat sich davon gut erholt. Das ist eher 2 Wochen nach der Operation. Das Kunstherz, das sieht man hier aus dem T-Shirt raushängen. Die Mutter und der große Bruder sind auch da. Und das ist das Antriebssystem für das Kunstherz. Nun, seine Herzfunktion hat sich nach einem halben Jahr sehr gut erholt. Das ist ein Ultraschallbild, das zeigt, wie die linke Herzkammer wieder normal pumpt, sodass wir das Kunstherz auch wieder entfernen konnten. Die Frage ist nun, haben wir tatsächlich das Herz regeneriert? Wir haben, wie schon erwähnt, Knochenmarkzellen dort eingespritzt. Das Knochenmark enthält zahlreiche Stammzellen, die aber hauptsächlich dafür da sind, Blutzellen nachzubilden. Sie heißen hämatopoietische Stammzellen, Poiesis bilden, Hämos Blut, blutbildende Stammzellen und sie bilden rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und auch Blutplättchen, die für die Blutgerinnung zuständig sind. Die Frage ist jetzt, können diese Zellen auch das Herz regenerieren? Nun, was sind überhaupt Stammzellen? Es gibt mehr als eine Sorte Stammzelle. Die meisten Zellen, die wir als Stammzellen bezeichnen, sind Vorläuferzellen. Das heißt, sie können sich nur in einen bestimmten Zelltyp verwandeln, nachdem sie aktiviert worden sind. Die haben wir zum Beispiel im Skelettmuskel und das sind auch die Zellen, die unsere Leber regenerieren. Dann gibt es multipotente Stammzellen, die können sich in mehrere Zelltypen bilden, in mehrere Zelltypen umwandeln, in mehrere Zelltypen differenzieren. Das wären zum Beispiel die Knochenmarkstammzellen. Und dann gibt es echte pluripotente Stammzellen, die alle Zelltypen des Körpers nachbilden können, aber keinen Organismus, keinen Embryo. Und die totipotente Stammzelle, die kann tatsächlich sowohl alle Zelltypen nachbilden, als auch einen gesamten Organismus schaffen, einen Embryo. Die einzig totipotente Stammzelle ist die befruchtete Eizelle unmittelbar nach der Befruchtung. Nun, multipotente Stammzellen aus dem Knochenmark werden seit vielen Jahren in der Klinik angewendet, und zwar bei Kindern und Erwachsenen mit Blutkrebs. Um den Blutkrebs auszuschalten, muss das gesamte Knochenmark des Patienten vernichtet werden.
Damit kann man aber auch nicht länger überleben, sodass man neues Knochenmark braucht. Man nimmt deshalb von einem gesunden Spender Knochenmark aus dem Hüftknochen, welches bezüglich der Immuneigenschaften passen muss, transfundiert dieses Knochenmark in den Patienten, das findet seinen Weg in den Knochen und bildet das gesamte blutbildende System des Patienten neu, sodass dieser dann hoffentlich ohne Krebs ein langes Leben führen kann. Nun, ich bin Herzchirurg, deswegen interessiert mich das Herz mehr als das Knochenmark und die Blutbildung. Herzkrankheiten sind die Todesursache Nummer eins, vor allem der Herzinfarkt. Dazu kommt es, wenn durch Verstopfung einer Herzkranzarterie, eines Herzkranzgefäßes, durch Kalkablagerungen die Blutzufuhr zum Herzmuskel akut unterbrochen wird. Dann stirbt der Herzmuskel ab. Das tut ganz furchtbar weh. Man kann daran auch sterben, man kann es auch überleben. Wenn man es überlebt, bildet sich allerdings der abgestorbene Herzmuskel um in eine Narbe und dieses Narbengewebe ist nicht kontraktil, es pumpt nicht. Das heißt, die gesamte Herzmuskelpumpfunktion ist dann schlechter als vorher, je nachdem, wie groß dieses Infarktgebiet war. Der Axolotl hier aus Mittelamerika, der hat gut lachen, weil der weiß, dass man ihm einen Teil seines Herzens abschneiden kann. Hier, das kann man tatsächlich am lebenden Tier machen. Und innerhalb von 2 Wochen ist das fehlende Herzmuskelgewebe, das Stück Herz, nachgewachsen, komplett nachgewachsen, ohne Narbenbildung. Und das ist etwas, das wir als Säugetiere leider nicht können. Uns steht daher letztendlich nur die Herztransplantation zur Verfügung, also ein gesundes, neues Herz statt des erkrankten alten Herzens einzusetzen. Ihr wisst aber alle, dass es bei weitem nicht genügend Spenderorgane gibt. Oder heutzutage ein Kunstherz einzubauen. Damit kann man sehr viele Menschenleben retten. Aber das funktioniert meistens auch nur für wenige Jahre und ist natürlich auch kein Spaß, mit so einem Kunstherz leben zu müssen. Und deshalb hatten viele die Idee, wir nehmen Stammzellen, spritzen die in das Herz, entweder direkt in den Herzmuskel mit einer Spritze oder in die Herzkranzgefäße mit einem Katheter. Und diese Stammzellen werden hoffentlich das abgestorbene Herzmuskelgewebe neu bilden. Nun, wir machen das vor allem zusammen mit der Bypass-Operation bei Patienten. Hier sieht man einen Blick auf den eröffneten Thorax, auf das Herz. Und da werden gerade mit dieser Spritze Stammzellen in das Herz eingespritzt. Dazu, wie gesagt, erhält dieser Patient diese Bypässe, dann wird der Brustkorb verschlossen und man hofft, dass es danach zu einer Verbesserung der Herzleistung kommt. Wir haben das vor ungefähr 20 Jahren begonnen, zuerst in einer Phase 1-Studie, dann in einer Phase 2-Studie gezeigt, dass tatsächlich sich die Pumpfunktion in den zellbehandelten Patienten zu verbessern scheint. Allerdings konnten wir dieses Ergebnis in einer anderen Studie nicht nachvollziehen. Wir haben daraufhin eine große multizentrische Studie in zahlreichen Krankenhäusern durchgeführt und fanden wiederum, dass diese Art von Knochenmarkstammzelltherapie im Herzen leider keinen relevanten Effekt hat. Nun, das Problem ist, das haben wir mittlerweile gelernt, das Herz ist ein Muskel und wir brauchen Herzmuskelzellen und die multipotenten Knochenmarkstammzellen sind nicht in der Lage, neue Herzmuskelzellen zu bilden. Um neue Herzmuskelzellen schaffen zu können, braucht man pluripotente Stammzellen. Pluripotente Stammzellen sind entweder embryonale Stammzellen, die wir natürlich nicht für uns selber zur Verfügung haben. Und embryonale Stammzellen von einem anderen Organismus können wir auch nicht so einfach transplantieren, weil die vom Immunsystem abgestoßen werden würden. Nun, 2006 hat Yamanaka das Verfahren entwickelt, pluripotente Stammzellen im Labor zu schaffen. Dafür hat er auch den Nobelpreis erhalten. Man kann also heutzutage zum Beispiel aus der Haut eine kleine Menge Zellen entnehmen. Man führt bestimmte Proteine in die Zellen ein, das heißt Gene, die für diese Proteine kodieren. Und die Expression von diesen Proteinen in den reifen Zellen führt dazu, dass sich diese Zellen in unreife, pluripotente Stammzellen zurückverwandeln.
Und diese pluripotenten Stammzellen können wir dann vermehren und indem wir wiederum andere Pharmaka, andere Proteine hinzugeben, sie gezielt in Herzmuskelzellen verwandeln und diese dann therapeutisch einsetzen. Das Ganze muss sehr genau geschehen, weil man keine pluripotenten Stammzellen mehr übrig behalten darf. Wenn man nämlich pluripotente Stammzellen in ein Herz spritzt, das ist hier ein Bild eines Mäuseherzens nach Herzinfarkt, ihr seht hier die Infarktnarbe, dann bilden die tatsächlich neues Herzmuskelgewebe. Das funktioniert sehr gut. Allerdings bilden sie auch das, was ihr hier auf der rechten Seite seht. Das ist das Herz und das ist ein Tumor. Ein riesiger Tumor, ein Teratom. Das ist kein bösartiger Tumor, sondern letztendlich haben die pluripotenten Stammzellen das gemacht, was sie eigentlich immer tun und was sie tun können. Sie haben sämtliche Zellarten des Körpers nachgebildet und das führt dann zur Entstehung dieser Geschwulst. Man muss also alle pluripotenten Stammzellen entfernen, bevor man Herzmuskelzellen, die man aus pluripotenten Stammzellen gewonnen hat, in den Patienten einbringen darf. Nun, das Ganze ist natürlich wesentlich komplizierter noch. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die wir lösen müssen bezüglich der Applikation der Zellen. Wie bringen wir die ins Herz rein? Wie viele dieser Zellen überleben das überhaupt? Das ist ja ein sehr traumatischer Prozess, die Zellen in eine Spritze zu füllen und dann ins Herz zu spritzen. Und dann, wie viele dieser Zellen wachsen dann weiterhin? Wir werden wahrscheinlich zu wenige Zellen initiieren können. Es wäre also schön, wenn die nach Einbringen des Körpers sich vermehren würden. Dann müssen sie sich integrieren. Der Herzmuskel hat eine ganz komplizierte Architektur und jede einzelne Zelle muss sowohl elektrisch als auch mechanisch mit den anderen Herzmuskelzellen in Verbindung stehen. Und dieser Effekt muss natürlich nachhaltig sein. Dieses Konstrukt muss stabil sein und es darf nicht zu Nebenwirkungen kommen. Um eine Reihe dieser Faktoren, dieser Risiken auszuschließen oder dieser Probleme zu lösen, hat man in den letzten Jahren begonnen, solche Patches auf das Herz aufzubringen. Ein Flicken oder wie es seit neuestem heißt, ein Herzpflaster. Das hat man schon gemacht mit humanen embryonalen Stammzellen, die man außen auf das Herz aufgelegt hat. Das hat man auch gemacht mit so einem Schwamm getränkt mit Knochenmarkzellen, die man auf das Herz aufgelegt hat. Und vor wenigen Tagen hat eine Studie begonnen in Deutschland, bei der man so einen Patch auf das Herz auflegt, der beladen ist mit Kardiomyozyten, Herzmuskelzellen aus patienteneigenen induzierten pluripotenten Stammzellen. Nun, das Ganze ist sehr vielversprechend und wir hoffen natürlich, dass es irgendwann mal gut funktionieren wird. Trotz alledem muss man, wenn immer die Rede von Stammzellen ist, sehr vorsichtig sein. Das Feld hat leider eine lange Geschichte von Aussagen, die so nicht aufrechterhalten werden konnten. Es gab eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Publikationen, die wieder zurückgezogen werden mussten. Es gab viele Patienten, die für viel Geld mit dubiosen Zelltherapien behandelt worden sind. Das ist etwas, was man stets im Hinterkopf haben muss, wenn über Zelltherapie, Stammzellen und Regeneration gesprochen wird. Nun fasse ich zusammen. Die Dose voller Stammzellen, Superstammzellen, die alles heilen, die gibt es leider noch nicht. Stammzellen heilen viel, vor allem heutzutage das Knochenmark nach Blutkrebsbehandlung, aber sie können leider noch bei weitem nicht alle Krankheiten heilen. Die Stammzellforschung geht voran, wenn sie auch in den letzten Jahren etwas langsamer vorangeht, als wir das uns erhofft hatten. Und bezüglich der Stammzelltherapie ist, wie schon erwähnt, die Therapie des Blutkrebs mit Stammzellen klinische Routine. Was Herzerkrankungen betrifft, aber auch Erkrankungen des Gehirnes und viele andere Erkrankungen, befindet sich die Stammzelltherapie im Versuchsstadium. Das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.